Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück bei Police Tactics Imperium. Folge 3, wie versprochen, auch an diesem Samstag hier am 10.09. Dadurch, dass die alten, ja, die ersten Folgen, die ich aufgenommen habe, nichts geworden sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die auch angucken. Habe ich in einem Ordner. Ich glaube, Videos, die nichts geworden sind oder so ähnlich heißt der. Deswegen habe ich neu angefangen. Und auch ein bisschen anders aufgeteilt. Dadurch, dass ich jetzt aber auch schon 6 Stunden im Livestream hatte, bin ich ja gespoilert. Durch mich selbst. Ich weiß schon ein bisschen was, wie es weitergeht und alles. Und ja. Ja, wir wollen es trotzdem mal eben weitermachen. Gut. Je weiter die Zeit voranschreitet, desto mehr Personal brauchen wir. Um mit der Arbeit fertig zu werden, können Sie neue Mitarbeiter einstellen. Öffnen Sie das Mitarbeitermenü. Um eine Liste verfügbarer Mitarbeiter zu sehen, müssen Sie das Rekrutenmenü aufrufen. Machen wir. Ja, Sie können nur Rekruten einstellen. Das sind Neueinsteiger, die gerade frisch von der Akademie kommen und bei allen Aufgaben relativ gute Arbeit leisten. Stellen Sie Rekruten ein. Dann gucken wir natürlich. Wir brauchen ja erstmal nur Streifenpolizisten. So, der hier hat schon 3, das heißt, den kriegen wir schnell hoch. So, das ist Nummer 3. Brauchen wir noch einen 4? Ja, das ist sicher. Wir brauchen. Oh. Ja, jetzt kommt's. Ihr habt keinen. Lassen wir es erstmal. Ihr neuer Rekrut ist bereit und wartet im Polizeipräsidium auf Einsatzbefehle. Wunderbar, ich auch. In Bereitschaft. Das Auto. Einmal bitte. Unterwegs zum Revier. Zack. So, wunderbar. Dann können wir jetzt. Wie kann ich helfen? Das sind die beiden. Ein Raubüberfall ist im Gange. Im Stadtzentrum. Ich Warnung, Verdächtige sind bewaffnet und gefährlich. Ich möchte aber mit Auto und das Ganze jetzt auf Steuerung 1. Wunderbar. So, das heißt, ihr nehme das Fahrzeug. Zack. Und ihr unterwegs geht zum Tatort. Zum Tatort. Und wir gehen auch. Es hakt trotzdem noch ein bisschen. Da kann ich leider nichts dran machen. Wie kann ich helfen? Das ist trotzdem schon flüssiger. Weil das andere, das war komplett verhakt. Der Fall ist abgeschlossen. Irgendwie sind die anderen beiden im Auto geblieben. Oh nein, eine ihrer Possessen wurde verletzt und hat einige Lebenspunkte verloren. Wenn das geschieht, können Sie die betreffenden Polizisten zurück ins Polizeipräsidium schicken, wo sie sich langsam regenerieren. Wenn Polizisten schwere Verletzungen davon getragen haben, werden sie ins Krankenhaus gebracht und können erst nach einiger Zeit wieder in den aktiven Dienst zurücktreten. Klicken Sie auf die hervorragende Präsidium und zum. Okay. Das ist Ihr Polizeipräsidium. Wenn sich Mitarbeiter und Fahrzeuge nicht im Einsatz befinden, halten Sie sich hier auf. Die verschiedenen Polizistentypen haben jeweils ihre eigenen Räume, die sie aufrüsten können. Darum kümmern wir uns aber später. So, also. Zurück zum Hauptquartier. Kommst du erstmal zum Hauptquartier? Hier haben wir eine Schaltfläche. Zurück zum Hauptquartier. Hier ist Abbrechen, egal was gerade der ist. Eine Angriffsbewegung, ja, das hatte ich selber noch nicht irgendwie. Hier können wir den Streifendienst. Da, jetzt können die sich erstmal. Messerstecherei gemeldet im Stadtzentrum. Okay, dann lassen wir. Nehmen wir zu dich. Diensten. Und dich. In Bereitschaft. Nehme das Fahrzeug. Zu Diensten. Dort, hier hinten hin. Unterwegs zum Tatort. So, wir machen jetzt erstmal hier weiter. So,
hier los? In Bereitschaft. Ja. Wunderbar. Ach, decken wir Billy White auf. Der andere braucht Erfahrungspunkte. Fall gelöst. Mann. Wie soll der andere denn Erfahrungspunkte sammeln? Wie kann ich helfen? Ja, jetzt. Zurück zum Hauptquartier. Genau. So. Ein weiteres Verbrechen wurde gemeldet. Diesmal sind die Verbrecher bereits vom Tatort verschwunden. Sie haben aber noch eine Chance, sie zu ergreifen. Setzen Sie Ihre Kriminaltechniker und Kriminalwachtmeister ein, um Spuren zu sammeln und die Täter zu finden. Ah, jetzt kommt unser CSI. Bewegen Sie die Kamera zum Tatort. Sie können auch mit der linken Maustaste. Genau. Hier haben wir Mo. Hey, Mo. Das ist der Mo, weil das Bo gibt's ja schon. Wenn die Kriminellen vom Tatort fliehen, müssen sie die Umgebung mit ihren Kriminaltechnikern untersuchen und um Hinweise zu finden. Das hilft ihnen dabei, vor Gericht eine hieb- und stichfeste Anklage aufzubauen. Ja, CSL, lasst grüßen. Wenn Sie den markieren. Zu Diensten. Und bringen Sie ihn zum Tatort. Ermittler sind unterwegs. Tatort ist gesichert. Ja. Starte die Ermittlungen. Exzellent, Ihr Kriminaltechniker arbeitet jetzt und macht langsam Fortschritte. Das erkennen Sie am grünen Fortschrittbalken über dem Verbrechenssymbol. Ja, wenn man mit der Maus hier rauf geht, dann sieht man sogar die Prozentzahl. Haha. Warten wir ab, bis er fertig ist. Die Spurensicherung hat ihre Ermittlungen erfolgreich beendet. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. Sobald alle verfügbaren Beweise gesammelt wurden, tauchen einige Augenzeugen beim Tatort auf, über deren Köpfe ein Fragezeichen steht. Sie können beliebige Mitarbeiter mit ihnen reden lassen, aber die Kompetenz Ermittlungsarbeit bestimmt die Resultate. Kriminalwachtmeister sind also am besten für diese Arbeit geeignet. Ist die Kompetenzstufe des Polizisten zu niedrig, sinken die Erfolgschancen und es wird schwerer, den Fall zu lösen. So, erstmal schicken wir den zurück. Zurück zum Hauptquartier. Hier haben Sie einen Kriminalwachtmeister, den Sie einsetzen können. Wählen Sie ihn aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Augenzeuger, um mit ihm zu interagieren. Oh. Bereit. Shannon Price. Und wir haben hier und da. So, mal gucken, kommen wir da ein bisschen besser hin. Ja, da, hier und da. Wenn wir jetzt mit der Shift-Taste gedrückt halten, dann können wir beide nacheinander machen. Das wird uns gleich danach aber erst erzählt. Verstanden. Ja. So. Da. So. Zack. Klasse Arbeit. Sie haben erfolgreich mit den Augenzeugen interagiert. Einige Worte erzählt. Ihre Chancen in den Tipp, halten Sie die Unschalt-Taste gedrückt, wenn Sie einer Einheit einen Befehl erteilen. Die Ermittlung wurde erfolgreich abgeschlossen. Das ist das, was ich euch eben erzählt habe. Wenn ihr mit der Shift-Taste das macht, dann könnt ihr mehrere machen. So, ich muss mal eben die 1 dahin schicken. So. Zu Diensten. Unterwegs zum Revier. Ausgezeichnet. Sie haben die Verbrecher gefunden und festgenommen. Das ist eines der Ergebnisse einer erfolgreichen Ermittlungsarbeit. In anderen Fällen müssen Sie möglicherweise Identitätsprüfungen durchführen, um fliehende Täter möglicherweise in einem Fahrzeug in der Gegend zu finden. Mit den Fallsymbolen können Sie sich über die Täter fokussieren, falls Sie mal den Überblick verloren haben. Klicken Sie auf Weiter für den nächsten Schritt. Tipp, die Eigenschaften des Verbrechens ist als Hintergrundfarbe des Verbrechenssymbols ersichtlich. Also blau ist dann für die blau, grün, schwarz, rot, braun, gelb. Wohl gelb und schwarz habe ich noch nicht. So, grün sind dann immer Unruhen und sowas. Aber passt schon. Jetzt sind sie darauf vorbereitet, mit vielen Arten von Verbrechen fertig zu werden. Es bleibt noch eine Sache, über die sie Bescheid wissen müssen. Story-Missionen. Das sind besondere Ereignisse, die ihre volle Aufmerksamkeit verlangen. Jede Mission wird durch das Erreichen bestimmter Ziele freigeschaltet. Ihre aktuellen Ziele und ihren Fortschritt sehen sie, wenn sie die Maus über das Story-Mission-Symbol bewegen.
Scheint so, als stünde Ihnen eine neue Steuermission zur Verfügung. Solche Aufträge sind besondere Verbrechen oder ganze Verbrechensserien, die die Story vorantreiben, wenn Sie sie aufklären. Story-Missionen schalten auch neue Fahrzeuge und Upgrades frei. Auch sehr schön. Den Stand einer Story-Mission oder Ihr Fortschritt zur nächsten Mission finden Sie oben in der Mitte des Bildschirms. Da. Mit dem Bildschirm da. Wenn eine Mission verfügbar ist, öffnet die Schaltfläche ein Dialogfenster, wo Sie die Mission annehmen können. Läuft eine Mission, können Sie die Kamera auf das entsprechende Verdächtige Gebiet Person wurde gemeldet im Stadtzentrum. Fokussieren. Zu Diensten. Eins ist wieder unsere Einheit. Auf dem Weg zum Tatort. Und dahin schicken. So. Zu Diensten. Wenn Sie mal keine aktiv. Irgendwie geht der nie. Ich glaube, ich mache nur. Verdächtiger verhaftet. Wenn Sie mal keine aktive Mission haben und auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich die Falltafel. Darauf können Sie frühere Story-Missionen nachverfolgen. In Bereitschaft. Zurück zum Hauptquartier. Story-Mission nachverfolgen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Story-Menü zu öffnen und die Mission anzunehmen. Nein, ich vertraue mich nicht. Ein grauenvolles Verbrechen wurde verübt. Sie können entscheiden, ob Sie eine Mission annehmen oder ablehnen wollen, indem Sie auf die jeweilige Schaltfläche klicken. Achso, hier ist annehmen und das ablehnen. Dann kann man mal sehen. Akzeptieren Sie die Mission jetzt. Mission 1, rotes Popcorn. Wir haben einen 187-Angriff mit tödlichen Waffen. Es wurde eine Messerstecherei mit Todesfolge im Kino gemeldet. Der Tatverdächtige befindet sich auf der Flucht. Bitte untersuchen. Tatverdächtige. Ist doch gar nicht so schwer. Tatverdächtige. Wie Sie sehen, können Sie jetzt mit dem Tatort interagieren. Um die Story-Mission zu lösen, müssen Sie alle damit in Verbindung stehenden Verbrechen aufklären. Super. Also drücken wir mal F1. Was wissen wir? Wir sind dann im Polizeipräsidium. Wunderbar. Wir brauchen Mo. Was denn nur? Achso, je mehr Mitarbeiter Sie einstellen, desto mehr Fahrzeuge brauchen Sie, damit Sie auch mobil bleiben. Ihren Fahrzeugpark werden Sie im Fahrzeugmenü, das unten links hervorgeben. Was? Verwalten Sie. Ach, okay, ja, mache ich. So, und hier finden Sie detaillierte Informationen zu allen Ihren Fahrzeugen. Darunter Sitzplätze, Geschwindigkeit, Wartungskosten und Kompetenzaufwertungen. Mit den Kompetenzaufwertungen verbessern Sie bestimmte Attribute von Polizisten in der Nähe des Fahrzeugs. Das kann nützlich sein, wenn Sie mal das extra Quäntchen Können brauchen, um einen Täter festzunehmen oder bei der Ermittlung zu einem Verbrechen. Die Aufwertung wird neben dem Mitarbeitersymbol und dem Polizeiautosymbol angezeigt. Um die Reichweite der Aufwertung zu sehen, wählen Sie das Auto aus. Da steht die 20. Da. Ha, passt da. Hier so in diesem Bereich. Da. Die 20. Das ist die Reichweite. So, zip. Hier. Kompetenzreich. Aufwertungsreichweite. Das ist die Bewertung der Fahrzeugstreife. 8. Keine Ahnung. Die Geschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit 18. Wartungskosten. $8 pro Kilometer. In Euro. Okay. Itze. Da haben die das S vergessen. Das sind nämlich 4 Itze. Und Kompetenzaufwertungsart. Ist halt für Streifenpolizisten plus 2. Hier sehen wir alle. Hier sehen wir nur die Polizeifahrzeuge. Hier sehen wir. Okay. Hier finden Sie detailgetreue Informationen. Achso, haben wir schon. Weiter. Klicken Sie auf die hervorgehobene Schaltfläche, um das
Anschaffen ist doch bestimmt verboten, oder nicht? Na egal, machen wir. Dort wählen Sie ein Fahrzeug aus der Liste aus und klicken Sie auf Kaufen. Ja, da ich ja schon weiß, dass es im späteren Verlauf besser ist, mit Motorrädern die Streife zu fahren, als mit dem Smart hier. Ich sag mal Smart Bulli. Ja, das hier sieht aus wie ein BMW. Hier ein Motorrad. Ja, mehr haben wir noch nicht. Ich weiß, dass wir hier, dort hat Kompetenzaufwertung von 2, ist super, besser als hier mit 1. Weil wir brauchen sowieso nur 1, weil sonst haben wir nachher zu viel Personalkosten und kommen nicht mehr weiter. Ja, das hat mich eine Menge Geld gekostet, weil hier das Ding kostet 1600 und ich habe nachher, was habe ich noch gekriegt? Ja, die Hälfte, 800 habe ich noch gekriegt. Nein, oh Mann, das will ich doch gar nicht. Nein. Okay, dann kriegen die beiden das hier. Ja. Mist. Großartig, das Fahrzeug finden Sie jetzt auf dem Parkplatz des Polizeipräsidiums, von wo aus Sie es jederzeit einsetzen können. Achten Sie darauf, dass Fahrzeuge mit freien Sitzplätzen für Polizisten nur gefahren werden können, wenn jemand im Auto sitzt. Wenn Sie ein Auto auf der Straße zurücklassen, können Sie die Funktion zurück zum Präsidium nutzen und ein Fahrer wird das Auto zurückbringen. Endlich fertig? Jawohl. Wunderbar. Dort. Es ist schon wieder soweit. Die nächste Folge ist fertig. Wie gesagt, ich produziere jetzt gerade hier 6 Folgen am Stück. Okay, das Intro ist die eine Folge. Habe es mir ein bisschen einfacher gemacht. Ja, ansonsten würde es auch zu viel werden, weil, wie gesagt, ich habe heute auch noch gestreamt gehabt. Ich bin jetzt hier gerade dabei, die Sachen aufzunehmen. Ich werde das über Nacht rendern lassen. Dann werde ich die morgen früh zu Ende rendern und während des Renderns dann die Folgen hochladen, eins nacheinander, weil ich habe gesagt, am Samstag kommen 6 Folgen und dann bringe ich auch 6 Folgen. So, und das hier ist Folge 3, wenn ich mich richtig verzählt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns in Folge 4, sehen, hören, wie auch immer. Das hier ist Police Tactics Imperio. Ich bin Lazy LP und wir sehen uns. Bye.